habe hier dieses Set mitgebracht, Bahndor, Scheunentor, Scheunentür oder so ähnlich. Das ist das Stempelset und dazu gibt es dann die Framelits Sliding Door. Das sind hier so ganz viele verschiedene. Wer von euch kennt das schon? Ich bin ja immer ganz froh, dass Stampin' Up! Für einige Sachen so ein paar Anleitungsvideos gibt, weil da muss ich dann auch überlegen, oh je, wie wird das gemacht, wie ist das gemeint? Und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn, ja, wenn da so ein paar Anleitungsvideos sind. So, das habe ich mir ja auch angesehen und habe gedacht, na super, das mache ich doch jetzt auch. Ich habe für euch schon alles soweit vorbereitet. Gut, ich starte jetzt einfach mal. Und zwar, ja, ich habe auch schon eine Karte natürlich fertig. Und zwar sieht das Ganze so aus und man kann hier diese Tür so hin und her schieben und dann Grüße reinschreiben und was dann alles so ja, gewünscht ist. Okay, war ja auch ganz simpel und einfach. Also ich habe dann losgelegt. In diesem Fall, hier habe ich zum Beispiel unsere Ziegel als Hintergrund genommen. Finde ich auch total schön. Und hier habe ich jetzt die Holzmaserung. Wir haben ja so verschiedene Prägeformen und ich finde, diese drei eignen sich dafür sehr gut. Das ist einmal hier diese Ziegelform, dann natürlich die Holzmaserung und auch diese ja, Streifenbretter, was auch immer. Also das sind so drei, die sich gerade für diese Sachen ganz, ganz toll eignen. Und so, da steht es wieder. So, und dann geht es los. Also hier sind dann die verschiedenen Framelits drin. Wenn ich irgendwie nicht im Bild bleibe oder irgendwas, dann gleich mal schreien. Ich gucke immer noch mit so halbem Auge in den Chat, damit ich sehe, was da geschrieben wird. So, dieses Teil sieht halt so aus. Und ja, dafür schneidest du dir einen Farbkarton zurecht. Ich habe den jetzt geschnitten in etwa 10 x 14,3 cm. Und was ich wichtig finde, dass du hier unten so etwa 1 cm Platz lässt. Ich zeige dir nachher, warum das so ist. So, das ist dein Grundteil. Ja, dann hast du ganz viele Einzelteile noch dazu. Aber mit dem startet man. So, nun hieß es in dem Video Unterlegscheiben. Okay, wir haben hier noch einen Laden, da kann man die einzeln kaufen. Sowas gibt es kaum noch, aber hier gibt es sowas. Aber die Auswahl ist natürlich nicht sehr groß. Ich habe jetzt relativ klein müssen die sein. Also ich habe zum Beispiel das ausprobiert mit einem 1-Cent-Stück. Und wenn ich aber nachher diese Tür da drauf lege, dann guckt es ein bisschen raus. Das fand ich unglücklich. Ich glaube, ihr könnt das so erkennen. Ne? Also mussten meine Unterlegscheiben ja ein bisschen kleiner sein. Und ich glaube, die sind jetzt, oh Mensch, jetzt habe ich das gar nicht nachgemessen. Wartet mal, ich glaube, die sind nicht mal 1 Zentimeter. Also die sind ja weniger als 1 Zentimeter, 0,8 oder irgendwie so. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo noch ein, ah, da habe ich noch, Augenblick, ich messe noch mal eben. Oder gerade 1 Zentimeter, genau. Hallo Monika. So, und die passen ganz gut, aber das Problem ist, du kannst es vielleicht erkennen, die haben ein relativ großes Loch. So, nun hieß es in dem Video, dass man die kleinen Abstandspads nehmen soll. Ja, wenn ich die jetzt nehme, dann rutschen die mir durch das Loch durch. Nämlich die größeren sind sie zu groß für diesen Schlitz hier. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal, wie ich das jetzt für mich umgesetzt habe. Weil ich nicht mehr die Zeit hatte, irgendwo anders hinzugehen und mir halt andere, es gibt mit Sicherheit auch andere Scheiben, wo das Loch kleiner ist. Aber wie gesagt, ich konnte jetzt auf die Schnelle nur diese finden. So, und nun habe ich hier unsere 1/2-Inch-Stanze genommen und stanze mir jetzt da mal 2 aus. Also ihr braucht pro Karte 8 Unterlegscheiben. So, und dann
Ja, genau so das Prinzip der Kullerkarte, richtig. Nur du hast natürlich hier eine Vorgabe und musst sehen, dass du da reinkommst. So, jetzt habe ich mir diese, ich mache das immer passend zur Karte dann, das gebe ich jetzt hier in die Mitte und jetzt rutscht mein Teil natürlich auch nicht durch. Also so kann ich das jetzt schon mal aufbauen. So, da ich ja aber zwei Scheiben brauche und ja, das Ganze noch so ein bisschen sehen kann. Wie gesagt, ich habe keinen Baumarkt in der Nähe gehabt. Und so, jetzt nehme ich mir, ich habe das hin und her probiert, ich nehme mir jetzt drei dieser kleinen Pads. Und vielleicht geht euch das auch so, dass ihr ganz schnell was machen wollt und nichts in der Nähe und nur große Löcher. Von daher war meine Idee, ich zeige mal, wie ich das umgesetzt habe. So, jetzt habe ich hier so einen Turm und der passt jetzt natürlich super hierhin. Und ich habe das so hoch gemacht, weil ich sonst das ja Angst hatte, dass der Abstand zu schmal ist und die Karte nicht so super dadurch rutscht, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt kommt mein zweites Teil da oben drauf und ich habe noch ein bisschen Platz, so dass ich auch Spielraum habe. Okay, also beim zweiten ganz genauso. Ich nehme jetzt hier wieder mein Pad und gebe mir drei Stück übereinander. Eins. Und also was man auch machen könnte, wenn man jetzt gar keine Unterlegscheiben hat, dass man sich mit der Halb-Inch-Stanze so ein paar Kreise zusammenklebt, dann sind die ja ein bisschen dicker und auch ein bisschen stabiler. So, wichtig, dass wenn ihr die aufeinander klebt, dass ihr auch immer die natürlich abzieht, die Klebe, das was diesen Klebeschutz, ne? So, jetzt sieht das Ganze so aus und jetzt kommt meine Tür, je nachdem, wie rum du sie halt nehmen möchtest. Und jetzt setzt du sie so da drauf. Genau. Drückst es ordentlich fest. Jetzt brauchst du für oben natürlich nicht noch einen extra Kreis, weil dann würde es ja nicht kleben. So, und jetzt hast du schon die halbe Tür fertig und jetzt kannst du schon mal das Ganze so ein bisschen schieben. So, und genauso machst du das jetzt auf der anderen Seite. Dann setzt du deine Teile hier hin und schiebst das Ganze rüber und schon ist deine Schiebetür fertig. Das wird jetzt für meine Mutti. Zum Muttertag habe ich mir so überlegt und das mache ich dann in Chili Rot. Wie das weitergearbeitet wird, habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet und zwar in meiner Lieblingsfarbe. Ups, so und zwar in. Na, so, das Ganze ist dann mit Sommerbeere. Wie sollte es auch anders sein? So, und wenn deine Tür fertig ist, ich zeige gleich von der anderen Seite, wie ich das gemacht habe. Ja, wenn es auch so schnell geht. auf der anderen Seite sind dann diese Abstandsstreifen, die sind ja auch ein bisschen höher, ein bisschen, ja, ein bisschen höher, ein bisschen dicker und schön rundherum geben und auch in die Mitte. Das finde ich ganz wichtig dabei. Das will hier schon alles nicht mehr so wirklich kleben, weil das steht hier schon den ganzen Nachmittag. Okay, und meine zweite Karte, die ich da drüber gebe, also ich finde das schön, das muss man ein bisschen für sich entscheiden, wenn das hier die gleiche Farbe hat. Ne? Man kann das natürlich auch in einer anderen Farbe machen, aber ich habe das jetzt mehrfarbig gemacht und hier in diesem Fall zum Beispiel den Hintergrund farblich passend dazu. Gut. Also das ziehe ich jetzt hier mal alles ab, meine Streifen, und dann zeige ich euch, wie ich die Vorderseite da gearbeitet habe. So, alles weg hier. Na komm,
Hier noch. Und da ist auch noch einer. So. Okay, und die zweite Karte, die schneide ich mir ein paar Millimeter kleiner zu als die erste. Also so 2 bis 3 Millimeter, damit die mir nicht rausguckt. So, und die soll da jetzt drüber. So, und ich möchte jetzt nicht so drücken, weil ich die Vorderseite schon fertig habe, fast. So. Und jetzt kann ich drücken. Und ich habe nämlich den, ich glaube, jetzt habe ich ihn wieder ein bisschen runtergedrückt. Genau, den habe ich so ein bisschen, den Türdrücker hier oder den Griff habe ich so ein bisschen erhaben gemacht. Das fand ich total süß. So, und hier habe ich jetzt die Tür so gearbeitet, dass ich gestempelt habe, auch auf der Sommerbeere mit Grau. Und dann habe ich das nochmal anschließend ausgeschnitten. Und zwar, ups, sieht das dann so aus, so dass ich einen Rahmen habe. Und den Rahmen habe ich mit den Alkoholmarkern, mit den Stampin' Blends in Himbeerrot angemalt. Und ich musste unbedingt noch ein bisschen Glitter da drauf machen. Ich liebe ja diesen Glitterstift. Und jetzt kann ich das Ganze hier hin und her schieben und kann meine Grüße reinschreiben. Ich habe hier noch eine Idee zu, aber das kommt dann noch. Und ja, als Hintergrund ist dann wieder hier das Sommerbeere. Überlege ich, ob ich vielleicht noch eine andere Farbe dazwischen mache. Grau vielleicht, das weiß ich noch nicht. Also so soll das nachher aussehen. So, und dann gehört zu dem Set, da ist so eine lange Stange noch mit bei. Das ist dann hier oben das Teil. Das wird für meine andere Karte in Schwarz werden. Das einfach mit unserem Kleber oder mit dem Präzisionskleber vorsichtig aufkleben. Und dann sind so ganz kleine Teile, das siehst du hier, ich heb's mal an. Die habe ich jetzt hier in unserer Metallicfolie in Silber gearbeitet. Hier habe ich sie noch mal in Schwarz. Ich lege das mal da so drauf. Also die sind auch total knuffig und die werden nun einfach auf die Tür geklebt. Ich hatte überlegt, ob man das da durchstecken kann, aber das wird nichts. Also das, dann müsste man die Schiene ein bisschen höher machen. Also das soll ja auch nur so den Anschein haben, als ob man da jetzt, als ob die Tür jetzt an dieser Schiene fährt. Und dann ist in dem Set natürlich noch ganz viel Tüdelkram, ganz viel Kleinkram, was man verwenden kann, wie zum Beispiel hier dieses Schild. Oder du kannst so einen Kranz noch, das passt natürlich jetzt hier nicht, aber zu meiner anderen Karte, du kannst so einen kleinen Kranz noch entweder mit der Schleife oder hier mit den Blumen arbeiten. Also da kann man so richtig schön spielen. Na, mal zeigen, wie ich die Karte weitergearbeitet habe. Ich habe sie dann doch nochmal mit Grau hinterlegt. Das fand ich ganz toll. Mit dem Anthrazitgrau. So, und dann habe ich hier aus dem Set kurz gefasst, aus dem Stempelset, mit Flüsterweiß ja so kleine Sprüche oder kleine Wörter drauf gestempelt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Kreide. Das passt wunderbar ja auf diese schwarze, auf diese Mauer, auf diese schwarze Mauer. So, und dann habe ich hier drin auch in Schwarz: Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Das habe ich dann embossed mit weißem Embossingpulver. Und die Blumen habe ich auch embossed, auch in Weiß. Und super kannst du dann mit den Alkoholmarkern dieses Weiß noch kolorieren. Das geht ganz toll, wie du siehst. Und ja, das ist vielleicht auch noch mal wieder eine Idee. So, ja, und damit ist meine Karte jetzt endgültig fertig. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal zeigen. Ich wünsche euch einen tollen Abend und eine super Woche. Bis dahin. Tschüss.